So, willkommen zum dritten Teil, was den Zulassungsdienst betrifft. Wir haben heute ein paar Spezialitäten, die ich euch erzählen möchte. Ein paar Besonderheiten, wenn beispielsweise Vater, Mutter, Ehefrau, wie auch immer gesagt, ich zahle die Versicherung, du bist der Halter. In dem Moment bitte, wenn ihr die EVB bei der Versicherung beantragt, der Versicherung Bescheid sagen, dass Halter abweichend angekreuzt wird, weil in dem Moment ist ja der Halter und der Versicherungsnehmer zwei verschiedene Personen. Und das muss in der EVB berücksichtigt werden, ansonsten lehnt die Zulassungsstelle die ganze Geschichte ab. So, dann haben wir eine andere Sache. Öfters ist es auch mal so, dass die Steuer von einer anderen Person bezahlt wird als vom Halter. In dem Moment müssen bitte beide Personen hier zu mir ins Büro kommen. Einmal der neue Halter und zum anderen derjenige, der die Kfz-Steuer bezahlt. Aus dem einfachen Grund, ich brauche von ihm eine Unterschrift auf der Einzugsermächtigung, also auf dem SEPA-Mandat. Ich brauche von ihm den Ausweis, den muss ich nicht mitnehmen, den muss ich aber auch kopieren. Und bei so etwas, ich bestätige mit meinem Stempel und meiner Unterschrift auf der Fotokopie des Ausweises, dass ich das Original und den Inhaber hier im Büro oder wo auch immer, auf jeden Fall, dass ich ihn gesehen habe. Möchte ich natürlich ungern etwas bestätigen, was nicht der Fall ist. Dementsprechend bitte beide hier ins Büro kommen und dann ist das kein Problem. So, nächste Sache ist Fahrzeuge, die angemeldet werden sollen. In der Regel sind das Neufahrzeuge, die von der Bank finanziert sind oder Leasingfahrzeuge. In diesem Fall ist es so, die Bank oder die Leasingfirma händigt ihr euch den Fahrzeugbrief oder die EG-Übereinstimmungsbescheinigung des Neufahrzeugs nicht aus, weil es ja nicht euer Eigentum ist. Das Autohaus oder die Leasing schicken diese Unterlagen, also EG-Übereinstimmung und oder Fahrzeugbrief zur Zulassungsstelle in Offenbach. Sobald die landen erstmal in der Sammelstelle, kommen dann anschließend zum Zulassungsbüro und sobald die dort vorliegen, schickt das Zulassungsbüro in Offenbach euch einen Brief. In diesem Brief ist eine PIN vermerkt und diese PIN benötige ich dann anschließend, um das Fahrzeug zuzulassen. Die PIN besagt nichts anderes im Endeffekt, wir haben jetzt den Fahrzeugbrief, es kann losgehen. Wenn das noch nicht der Fall ist, macht es keinen Sinn, eine Anmeldung zu starten. Aus dem einfachen Grund, wenn der Brief nicht da ist, wird es die Zulassungsstelle ablehnen. Macht also wenig Sinn. Was ihr dann ansonsten braucht, ist wie üblich halt den Ausweis, muss ich sehen. Wir machen eine Vollmacht, wir machen ein SEPA-Mandat. Ich brauche die EVB der Versicherung. Und das war es eigentlich. Alles andere, wie gesagt, Fahrzeugschein gibt es noch nicht. Fahrzeugbrief wird an die Zulassungsstelle geschickt. Und dann nimmt das Ganze seinen Weg. So, das war es erstmal für heute. Beim nächsten Mal kommen wir dann endlich, habe ich euch die ganze Zeit schon versprochen, zu Kurzzeitkennzeichen und zu Ausfuhrkennzeichen. Das heißt, einmal gelbe 5 Tage Kurzzeitkennzeichen und einmal 30 Tage rote Ausfuhr- oder Zollkennzeichen, wie es manche eben nennen. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haltet die Ohren steif, bleibt's gesund und tschüss.